So, ein kleiner Versuch. Ich nehme erst einmal Wasser und gebe das in ein Reagenzglas. Zu dem Wasser kommt gleich etwas Bromthymol Blau. Und man sieht, sie hat so eine leicht bläuliche Färbung. Das möchte ich gerne als Referenz nehmen. In ein zweites Reagenzglas mache ich erstmal genau das gleiche. Wasser, Bromthymol Blau, schütteln. Gleiche Farbe, wäre schlimm, wenn nicht. Jetzt kommt etwas Salzsäure dazu. Das Bromthymol Blau wird gelb, die typische Farbe für eine Säure. Jetzt gebe ich etwas Natronlauge dazu. Und man sieht, oh, es wurde kurz mal ein bisschen bläulich, wurde wieder gelb, noch mehr Natronlauge dazu. Und bleibt immer noch gelb. Nochmal Natronlauge dazu. Und jetzt haben wir eine richtig schön sattblaue Farbe. Bisschen Salzsäure dazu. Wird wieder gelb. Natronlauge dazu. Blau. Salzsäure. Gelb. Blau. Gelb. Und so weiter und so weiter. Das Spielchen kann man jetzt ein ganzes Weilchen spielen. Noch ein dritter Versuch. Salzsäure wieder dazu. Natronlauge dazu. Gut, die Färbung, die kennen wir jetzt. Und das Ganze wird jetzt immer im Wechsel gemacht. Immer wieder ein bisschen Salzsäure dazu und ein bisschen Natronlauge dazu. Ich wollte nämlich etwas ganz Bestimmtes erreichen. Und das wird man dann so gegen Ende des Films gleich sehen, was ich denn erreichen wollte. Momentan geht das immer fröhlich hin und her. Blau, gelb, blau, gelb. Irgendwie war das etwas nervig. Ich mache das jetzt noch ein drittes Mal. Mache das Ganze auch noch etwas schneller, wie man sieht. Man sieht auch wieder die deutlichen Farbwechsel. Blau, gelb. Ab und zu reicht das Blau nicht. Und da habe ich immer mal versucht, wirklich nur ein halbes Tröpfchen an die Reagenzglaswand zu packen. Konnte man oben eben sehen. Und habe das dann unten ins Reagenzglas reingeschüttelt oder auch reinfließen lassen, weil ich einfach versuchen wollte, so wenig wie möglich Flüssigkeit dazuzugeben. Irgendwann bin ich dann auch auf eine Pipette umgestiegen, weil ich das irgendwie doch etwas, ja, anstrengend fand, dauernd mit dem Fläschchen zu hantieren. Und mit einer Pipette ist das Ganze auch etwas feiner. Man sieht auch, das Ganze wird immer schneller und immer schneller und immer im Wechsel. So. Naja, man sieht auf jeden Fall, dass Laborarbeit unter Umständen ziemlich lange dauern kann. Ich lasse hier den Film gerade auf zehnfache Geschwindigkeit ablaufen. Das Ganze hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Einfach mit Geduld. Immer mal wieder ein bisschen was dazu. Vorsichtig dazu. So schnell, wie ich hier arbeite, so sollte man niemals im Labor arbeiten, sondern immer langsam in Ruhe, sodass man sich das Ganze nicht versaut. Und jetzt kommt noch ein Tröpfchen Natronlauge dazu. Ein kleines, kleines Tröpfchen. Und es wird nicht mehr blau, sondern gelb. Nee, doch nicht, doch nicht. Wir kriegen einen gleich ganz zarten, na doch wieder blau geworden. Ein winzig kleines bisschen Salzsäure dazu.
Ganz kleines Tröpfchen, wie man da an der Pipettenspitze sieht. Und jetzt dauert die Färbung ziemlich lange an. Das Blau verschwindet nicht, das Gelb verschwindet nicht. Jetzt schüttelt man ein ganzes Weilchen und siehe da, das Ganze wird nicht mehr richtig blau und wird auch nicht richtig gelb, sondern wir kriegen eine zart grüne Farbe. Im Vergleich zur Farbe mit Natronlaugezugabe deutlich grüner und das bei mit Säurezugabe wird deutlich gelb. Eigentlich sieht das fast genauso aus wie, das war die Säure eben. Jetzt kommt noch einmal die Lauge zum Vergleich. Und jetzt dieser zart grüne Ton. Eigentlich sieht er fast genauso aus wie die Färbung ganz zu Anfang, nur deutlich verdünnter.